Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Top 5 Video. Als ich vor Wochen mit den Top 5 der Boxen-Ein- und Ausfahrten gestartet habe, habe ich euch im Social Media Bereich mal gefragt, was für Top 5 Videos ihr euch wünscht. Und der Kevin Scheuren hat nämlich gefragt, ob ich mal ein Video machen kann über die Top 5 Tipps bezüglich Controller, weil er damit fährt. Habe ich gesagt, ja klar, das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Ich muss selber dazu sagen, ich zocke schon seit sehr langer Zeit nicht mehr mit Controller. Ich habe 2012 mit Controllerfahren angefangen und 2018 bin ich dann von Controller auf das Lenkrad umgestiegen. Also habe ich einfach mal meiner Meinung nach den besten Controllerfahrer, den ich kenne, mal angeschrieben. Sein Name ist Nano M140i und der ein oder andere von euch wird sicherlich schon von ihm gehört haben. Der Typ ist auf dem Controller schneller als ich mit meinem Fanatec. Das ist jetzt kein Witz oder sowas. Und deswegen hat er mir 5 Tipps zur Verfügung gestellt und Nano, Dankeschön für die Tipps, die du mir geschickt hast, denn ohne deine Tipps wäre dieses Video gar nicht erst entstanden. Also, danke Mann. Tipp Nummer 1 auf der Liste ist folgendes: den richtigen Controller zu finden. Das ist meiner Meinung nach auch ziemlich wichtig, denn wenn man etwas kleinere Hände hat, ne, dann ist vielleicht ein PlayStation-Controller gar nicht mal schlecht. Und wenn man etwas größere Hände hat, wie zum Beispiel ich, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Xbox One-Controller. Ja, ich weiß, dass das nicht das Original ist. Ich wollte ihn unbedingt wireless haben, einfach weil ich sowas mag, aber den gab es bei Amazon nicht mehr, deswegen habe ich mich halt für diese in Anführungszeichen Kopie entschieden. Ich zocke damit ja aber auch nicht, ich brauche ihn eigentlich nur, um die Thumbnails in F1 22 zu erstellen. Ansonsten brauche ich ihn nicht. Fakt ist jedenfalls, die Haptik spielt auf jeden Fall eine entscheidende Rolle, denn kauft euch bitte nicht irgendwie solche 5 € Controller auf Wish oder so, die selbst beim Angucken schon in zwei Teile zerlegt werden. Geht etwas tiefer in die Tasche, holt euch entweder ein PS4, PS5, Xbox 360 oder ein Xbox One Controller. Die halten auch einiges aus. Ich hatte schon ein paar davon. Ich kann natürlich nur sagen, ich bin mit Xbox immer besser zurechtgekommen. Einfach, wie ich schon sagte, weil die Haptik auch eine entscheidende Rolle spielt. Ist halt eine Geschmackssache. Die einen mögen die PlayStation Controller mehr, die anderen mögen die Xbox Controller mehr. Jeder hat so seine eigene Meinung dazu. Tipp Nummer 2 auf der Liste: Rumble-Effekt bzw. Force-Feedback einstellen. Und das ist ein auf jeden Fall sehr wichtiger Punkt, gerade was die Stärke angeht. Manche mögen ja Force-Feedback eher etwas schwächer, manche wiederum etwas stärker. Fakt ist jedenfalls, Force-Feedback ist ein unglaubliches Muss. Ne? Force-Feedback, für alle, die es nicht wissen, das ist die Rückmeldung des Gerätes. Gibt es natürlich auch beim Lenkrad, ist ja klar. Aber das hilft auf jeden Fall bei Unter- und bei Übersteuern und auch frühzeitig dieses zu erkennen. Tipp Nummer 3 auf der Liste ist folgendes: Ihr solltet auf jeden Fall erstmal mit Fahrhilfen starten und dann später wieder abschalten. Einfach aus dem Grund, ihr müsst erstmal ordentlich in das Spiel hereinkommen. Ihr könnt auch erstmal mit TK-Mittel, ABS und Linie 0 in den Kurven anfangen. Und dann heißt es ja erst einmal, sich richtig zurechtfinden, denn man braucht da auf jeden Fall Zeit für. Und das heißt jetzt nicht irgendwie nach ein, zwei Wochen und so, das kann natürlich dann auch etwas länger dauern. Wenn ihr euch damit sicher fühlt dann und denkt, ja, zum Beispiel TK könnte ich jetzt wirklich mal abschalten, zumindest von Mittel auf zum Beispiel aus. Und wenn ihr euch denkt, ja, ohne ABS komme ich auch super klar, dann schaltet ihr das ABS ab. Fakt ist jedenfalls, und das habe ich in F1 2021 erfahren: Traktionskontrolle aus bzw. Traktionskontrolle Mittel, da der Unterschied sind angeblich bis zu 7 Zehntel gewesen. Irgendwo habe ich das mal aufgegriffen. Frag mich bitte nicht wo, ich habe es irgendwo gelesen, aber da ist auf jeden Fall was dran. Denn die Hilfe blockiert ihr euch auf jeden Fall ein wenig und macht euch dementsprechend dann auch langsamer. Wichtig ist auf jeden Fall, die Hilfen nach und nach auszustellen, um das Potenzial auch vollständig auch auszuschöpfen. Tipp Nummer 4 auf der Liste: Fahren im Regen. Gerade sehr viel trainieren im Time Trial bzw. den Grand Prix Modus. Ich habe das damals so gemacht, um mich vollständig auf ein Grand Prix, als Beispiel im Regen oder sowas, darauf vorzubereiten. Habe ich mir 60 Kilogramm Sprit einfach in das Auto reingeladen, habe Inters und Fullwets genommen und bin einfach gefahren, gefahren, gefahren. Im Regen einfach deshalb, weil man da am besten reagieren bzw. korrigieren kann und dadurch kann man halt seine Reaktionszeit verbessern und ist auch besser für eine bessere Handhabung. Ich weiß, viele von euch werden wahrscheinlich jetzt sagen, Regenrennen, ja, ist nicht so meins. Ja, ich habe früher genauso gedacht. Wichtig ist auf jeden Fall, langsam anfangen und dann später immer noch ein Stückchen mehr Risiko gehen. So habe ich es auch gemacht und ich glaube fest daran, dass ihr das auf jeden Fall auch packt. Und damit kommen wir auch zum letzten Tipp auf der Liste, nämlich
Training, Training, Training. Ich weiß, der Tipp ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen so nach dem Motto, ja, okay, Mike, das kennen wir alle. Aber es ist wirklich so. Es gibt manche Leute, die wahrscheinlich denken, ja, in 2, 3 Wochen oder sowas habe ich alles drauf. Ja, das bezweifle ich. Also ich habe lange, lange gebraucht, bis ich es wirklich geschafft habe, ohne Fahrhilfen zu fahren, zum Beispiel jetzt auf dem Lenkrad. Aber auch mit Controller habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um wirklich mal ansatzweise konkurrenzfähig zu sein. Wir reden hier von Monaten, Herrschaften, nicht irgendwie von Wochen oder sowas. Nein. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall eins mit dem Controller werdet und ganz genau wisst, welche Taste was genau ist. Ne? Den Tipp kann ich euch geben. Last but not least habe ich noch einen Bonustipp für euch, für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Ich möchte euch mal von einem Fehler erzählen, den ich gemacht habe, in der Hoffnung, dass ihr diesen Fehler bitte nicht macht. Denn normalerweise ist es ja so, dass man mit dieser Trigger-Taste beschleunigt, hier zum Beispiel schaltet und hier vielleicht bremst. Ich habe es vielleicht früher mal so gemacht, dass ich auf der Taste B hier gebremst habe, aber wisst ihr, wie ich beschleunigt habe? Da muss ich heute noch drüber lachen. A, wisst ihr wie? A für Accelerate, für Beschleunigen. Ja, tut das nicht. Wenn ihr die Traktionskontrolle nämlich abgeschaltet habt und ihr drückt die A-Taste zum Beschleunigen, ja, dann seht ihr das Auto mal von der anderen Seite. Also ich kann euch auf jeden Fall raten, Beschleunigen hier, Bremsen da, runterschalten, hochschalten. Und dann läuft der Hase. So, liebe Community, das waren die 5 bzw. 6 Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr schon mit dem Controller fahrt, beziehungsweise fahrt ihr in Liegen mit Controller oder fahrt ihr einfach nur just for fun? Habt ihr gerade erst angefangen? Lasst es mich unten in der Kommentarfunktion gerne wissen. Und dann danke ich fürs Zuschauen, gerne den Kanal supporten, wenn ihr das möchtet. Und dann sehen wir uns schon bald in einem neuen Video. Macht es gut, bis dann und ciao.